Hallo Mitspieler, mein Name ist Hello Riot und ich begrüße euch zur 472. Episode dieses Cities Skylines After Dark, Snowfall, Natural Disasters und Mass Transit Let's Plays. Ja, willkommen hier bei meinem Pfannkuchen, den ich hier irgendwie mal hingemalt habe und immer noch dabei bin. Ja, und wir haben in der letzten Episode gewartet, dass hier oben eine Schneedeponie leer wird. Und zwar diese. Wie sieht's aus? Wieder 1%. Die war schon leer. Jetzt ist sie leer. Zeit angehalten. Wollen wir sie verschieben? Ne, wir nehmen sie raus. Oder ne, liegt schon wieder was drauf? Ne. Ne, ist bloß das Zeichen. Ich hätte jetzt diesen Kreis erwartet aus Punkten. Wie auch immer. Weg damit. Jetzt können wir nämlich endlich anfangen hier. Diese Ecke. Ja, ein bisschen auszubauen. Das sind hier die ganzen Heizkraftwerke, hier oben die ganzen Wassergeschichten, Stromkraftwerk. Die waren ja vorher alle hier. Also ich verändere das ja jetzt gerade. Ja, Straßen, ne? Straßen weg und weitermachen. Achso, in der Pause, ich habe ja eine ganze Zeit lang warten müssen, weil da lagen 12% Schnee drauf. Das hat gut 20 Minuten gedauert. Seht ihr auch an der Kohle. Ist ordentlich was dazugekommen. Also das sehen die, die diese Episoden schon eine Weile verfolgen. Und ich musste in der Pause hier ein Stück Straße einsetzen. Hier haben wir letztens die Schiene eingefügt. Hatte ich unterbrochen und eine Bahnlinie, eine Tramlinie war hier unterbrochen. Nebenbei in der Zeit habe ich mal wieder das komplette Stadtgebiet gecheckt. Ob überall die richtigen Farben, ob alle Karos gut ausgemalt sind. Also hier, die ganzen Karos. Ja, und das hat auch bestimmt 25 Minuten gedauert oder so. Das ist eine ziemliche Sisyphus-Arbeit und ich habe auch einige gefunden. Gut, ansonsten hier diese stromlosen Geschichten. Ja, und einen Haufen Strommasten habe ich rausgeschnitten. Von Anno dazu mal, könnte man sagen. Hier könnte man auch ein bisschen... Wir machen es so. Und so. Schon malen wir ja auch wieder Farbe rein. Ja, so viele kleine U-Bahnhöfe mal irgendwo ersetzt. Ein Park verschoben und so was. Da tüncht man ja nicht gleich automatisch die Farbe nach. Ja, man vergisst auch vieles, ne? So, Strom. Das sind alle bloß Parks, das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser, dass die Strom haben. Aber wir bezahlen ja auch schließlich für die. Gucke gerade nach Strommasten. Ansonsten, wir haben auch keine Staus in der Stadt. Und ich habe neue Mods. Und zwar könnt ihr euch an die letzte Episode erinnern, wo ich es mit verwirrten Autofahrern zu tun hatte, die mir den Verkehr blockiert haben. Und das tun sie, glaube ich, auch noch. So, ich muss aber erstmal fertig schauen, weil ich hatte hier irgendwo noch Strom in Gebieten, wo ihr wohnt wurde. Das suche ich gerade. Hier, die Ecken. Die sind relativ frisch. Die Versorgung auch von außen. Auch wenn innen kürzer ist. Wir machen es so. Dran und dann hatten wir dasselbe hier drüben. Ne. Und den. Ihr seid hier drüber verbunden, das ist schön. Denn hier hatten wir ja letztens das Gebiet vergeben und das wird auch, so wie es aussieht, ganz gut angenommen. Fein, 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 fein. Ja, dann würde ich sagen, schmeißen wir uns in die Ecke. Achso, hier diese verwirrten, ja, verwirrte Autofahrer, wo waren das? Das war doch hier irgendwo am Krater. Gib mir mal die Verkehrslupe. Und zwar die hier. Ja, ein paar sind schon verschwunden. Also wenn ich jetzt laufen lasse, also ich vermute, dass der Bus und dass der Bus, dass die auf jeden Fall irgendwie eine Macke haben. Gut, und dieser Mod oder diese Mods, man muss zwei Mods dafür installieren. Skylines Overwatch 1.6 und Remove Stuck Vehicles
1.6 und die findet ihr im Steam Workshop und ja, der genaue Name ist unter dem Video in dem Video Bemerkungsfeld. Dude, was macht das Ding? Ich nehme hier einfach mal irgendein Auto und ich habe jetzt hier diesen neuen Button. Das heißt, ich kann Remove Vehicle machen und dann verschwindet das. Weil bei, ich sag mal, bei normalen Touristen, bei normalen Bewohnern, die haben irgendwo ein Ziel daneben, wo sie hinfahren. Das habe ich in der Vergangenheit immer abgerissen und dann sind die Autos mit Glück despawned. Ja. Und hier ist anscheinend dieser Remove hier hinter verschwunden. Zack, ich nehme den einfach mal raus. Nein, Erdrutsch ist das nicht gerade. Streifenwagen. Auch tschüss. So, das ist ja hier ein Pumpenwagen, ne? Ein Saugfahrzeug. Ermittelt über. Verarbeitet der? Wir sind ja mehrere. Und ich glaube, in der letzten Episode ist hier dieser Krater auch leicht über. Den Rand, also du warst ja leicht über den Rand getreten, aber der Stau ist schon wesentlich länger und das ist schon echt lange her. Pass auf, wir nehmen dich nochmal weg. Warum fahrt ihr jetzt nicht? Fortschritt. Ah, die Frage ist natürlich, was passiert mit so einem Bus aus, wenn ich so einen Bus aus einer Linie direkt rausnehme. Warum will sich hier keiner richtig bewegen? Können nicht alle verwirrt sein. Okay. Machen wir damit auch weiter. Gott, völlig verkeilte Lawine hier. So, das ist ein Parkenfahrzeug. Oh. Remove. Remove. Hm. Kehrt zur Innenrichtung zurück. Macht aber nicht. Sporadisch fahren immer mal ein paar Fahrzeuge rüber irgendwie. Das hat man schon öfter gesehen. Edward Davis fährt aus der Stadt. Ja, Hilfe geben dabei. Straßeninstandsetzung. Auch kaputt. Achso, jetzt bin ich aus Versehen zu seiner Instandsetzungsbude hin, wo er herkommt. Das wollten wir nicht. Wir wollten den hier. Das sind aber viele Stadtfahrzeuge, also Leichenwagen, Busse und so weiter. Nicht. Oh, sieht gut aus. Na, das ist natürlich jetzt die Frage. Habe ich da jetzt Fahrzeuge für immer rausgenommen? Fehlen jetzt die beiden Busse auf der Linie? Ist das hier bloß eine Linie? C1315, C1315. Liniendetails. 14 Fahrzeuge bei 123 Passagiere, ja. Das glaube ich in Ordnung. Die Busse auch gut gefüllt soweit. Hier sind ein paar weniger voll. Ich glaube, sieht ganz gut aus. Kann man lassen. Weg. Ja, dann lassen wir die Zeit wieder laufen. Gucken, verstohlen, ob wir noch irgendwelche anderen Staus irgendwo haben. Na, ein bisschen dunkler, aber nicht der Rede wert. Leichte Rötung, alles gut. Ah, die gibt so viele, auf was man achten muss. Ah, die Straßenfärbung. Dann gucke ich ja gleichzeitig auch noch in die Tunnel rein. Versuche ich noch mit einem Auge vielleicht irgendeine Deponie zu erhaschen, die mit dem Entleeren vielleicht fertig ist oder so. Sieht aber soweit gut aus. Will ich gar nicht glauben. Weltraumlift, alle schick. Ich meine, ich könnte hier wieder einen Kollaps provozieren, indem ich hier diesen Weltraumlift auch mal wieder aktiviere. Was? Welches Straßennetz soll das, was aus dem Ding rauskommt, aushalten? Das ist so die Frage. Ich meine, das kann man sich irgendwann nochmal als Problemstellung nochmal vornehmen.
wenn man hier nun wirklich nichts anderes mehr zu tun hat und sagen, okay, wir machen den mal an und versuchen, das Problem zu lösen. So, Schneedeponie ist fertig. Und darf wieder mitspielen. Gut, dann verkriechen wir uns hier oben in die Ecke und machen hier weiter. Haufen Autos können hier nicht mehr fahren, denn wir hauen jetzt die Straßen erstmal weg. Was ist denn das hier für ein Tunnel, der hier ankommt? Das ist doch U-Bahn. Hatten wir hier unterbrochen? Ja, die haben wir unterbrochen. Krieg an. Naja, wird ja auch alles neu, komplett neue Straßenlayout. Da werden wir die U-Bahn wieder anders verteilen. Die Kraftwerke zuerst und die hätte ich doch ganz gerne. Im Grunde genommen kann ich sie längs hinstellen. Ja. Wenn ich sie hier so länglich stellen müsste, dann müsste ich immer eine Seitenstraße bauen anscheinend. Irgendwie, weil der will immer an der längeren Seite andocken. Irgendwie. Oh, komm mal mit. Irgendwie so. Mal gucken, wie viel wir hier an die Straße rankriegen. Ah, 5 Stück werden es dann wohl. Das für die gesamte Stadt komplett irgendwann reichen wird? 5 Stück? Ich meine, hier kommt noch eine ganze Menge Stromabnehmer dazu. Irgendwie, irgendwann. Ich würde ja ungern diese Ecke nochmal irgendwann umbauen. Oder richten wir uns gleich darauf ein, dass die Dinger halt Tatsache irgendwie längs eingebaut werden. Also praktisch, ich mache jetzt hier einfach irgendeine Straße. Die wahrscheinlich zufällig, so ja, 45 Grad. Zum Scheitelpunkt hin. Okay, perfekt. Nehmen wir jetzt und so hier. Ah, ich glaube, das ist besser. Ja, dann umdenken. Komm mal mit. Hier ran. Eieiei, wie mache ich denn das jetzt? Das ist ja irgendwie so die Flucht von hier, von der Ecke, ab hier. Irgendwie so, dass das schick aussieht. Ja, bevor wir das machen, sollten wir aber vielleicht hier den nächsten Bogen einsetzen. Wie lang ist denn so ein Teil? Kriegen wir so nicht an, doch 16 wohl, oder? 16 oder 17? Ah, hier, das wird zu knapp sein, weil der Bogen zieht ja hier rein. Das heißt, ich muss einen weiter raus, wenigstens. Ja, wir haben keine konkrete Null hier, das ist das Problem. Also ich sag mal 70, wobei wir können uns ja auch hier nach dem Ding richten. Sie kann hier an der Seite keine Anschlagpunkte mehr machen. Ach, ist das alles. Knifflig. Wir sagen 18. So war Risiken, wo hier genau die 18 ist. Knifflige Sache irgendwie.
So, jetzt ist die 18 hier irgendwo. Okay. Mal schauen, was passiert. Du machst Winkel wieder an, damit wir den 90er hier haben. Gut, wir nehmen mal die 70. Er rastet hier ein. Ne, ich glaube, das ist ein zu nah. Wir nehmen 71. Er rastet hier ein und das sieht viel besser aus. Okay. Und jetzt irgendwie eine Straße. Ja, aber ich ein bisschen was sehen würde hier. Wir fangen hier an, machen gerade und er bietet ihn hier so unerbittlich an. Ja, eine Sache, bevor ich ja alle Zustände zumale. Hier diese Niveau-Geschichte, das kann problematisch sein. Guck mal hier, weil der baut hier alles so ein bisschen auf dem Berg. Das ist alles ja nicht nötig. Ich glaube, ich sollte das komplette Gelände auch, bevor ich hier richtig loslege, auf ein Niveau bringen. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Weil wenn man das doch ein bisschen akkurater machen möchte, dann sollte man an so eine Sachen vorher denken. Komm mal mit, du gehst dann wieder hier irgendwo hin, dachte ich, kurz. So. Der. Und ihn noch. Ja, muss ich da eigentlich auch die Straßen wieder abreißen. So, den erhalten wir uns. Normal abmessen, hilft nicht. Aber ich glaube, hier die sollten wir uns mal erhalten, weil das Tatsache genau auf diesen Scheitelpunkt zeigt. Könnte hilfreich sein. Ah, hier haben wir noch einen Wanderweg, einen alten. Der wäre auch weg. Hallo. Welche Höhe hätten wir denn gerne? Die ganze Ecke hier liegt so ein bisschen auf dem Berg. Und ich glaube, wir nehmen auch das Niveau, wo wir hier oben diesen Hub drauf haben. So, wie viel Sand haben wir drin? Eine ganze Menge ist es ja nicht. So, rechte Maustaste und mit der linken passen wir jetzt mal hier an, wie irre. Und da müssen wir hier auch die Straße nochmal irgendwie wegnehmen. So. Und bei allem kommen wir nach Fernway Island und hier ein wenig abschöpfen. Oh, ist der schöne Berg wieder weg. Oh, rechte Maustaste und mit der linken verstrecken. So. Ich meine, ich kann nun den ersten Ring hier fertig bauen mit Kraftwerken und kann auch dann eine Stufe reinzimmern. Also das wäre auch vielleicht möglich. Weiter. Alles weg. Wir kommen aber eh bloß bis zur Autobahn hier plateaumäßig.
Das ist dann schon hoch. Okay. So, das sollte erstmal so als erster Arbeitsbereich ganz gut passen. Das ist auch ein möglicher 45 Grad Winkel, der auch gut ist, ja, man weiß es nicht. Naja, sich an den Schienen zu orientieren, ist auch Blödsinn. Jetzt so ein bisschen, dass ich das so freihand malen muss. Das hätte ich vor langer, langer Zeit, also bevor ich den Happy baut habe, hätte ich da mal dran denken sollen. Das wäre dann Vorarbeit, die ich mir jetzt als Nacharbeit sparen könnte. Okay, wir wollen jetzt erstmal die Straßen wieder ran. Und hier baut er auf jeden Fall Berg. War das anständig? Eigentlich nicht. Also warum macht er das? Wahrscheinlich ist das hier so das Zwischenniveau direkt an der Kante. Weil wird alles jetzt, was ich hier an diese Straße ranbaue, wird auch ein Sockel versehen. Also ich jetzt wieder ein Kraftwerk ranschiebe oder ein Wasserwerk oder sowas, dann macht er da auch Hügelchen drunter. Ist ja blöd. Da nicht irgendwas gegen machen? Ich muss mal ein bisschen rumspielen. So, wenn ich mal von hier jetzt irgendwie einfach komme, dann macht er sie doch auch plan und platt. Nun, sie könnte noch einen Millimeter weiter nach links. Wird auch völlig auszuschließen. Was? Selbst das geht? Okay, cool. Der ist unten noch viel näher an der Wand. Also nicht viel näher, aber er ist an der Wand. Gut, ein bisschen hügelt er hier auch rum. Warum? Weil hier dieser Hub, der ist alles auf einem Level. Das ist alles eine Bauhöhe. Aber mal gucken, was passiert. So, er scheint einigermaßen in der richtigen Flucht zu sein. Man könnte ja beinahe meinen, dass die Bäder hier passen könnten. 180, 180, ja. Och, merkwürdig. So mal eben hin hier freestyled. So, was soll ich noch machen? Soll ich jetzt den Bahnhof hier rausnehmen für ein paar Minuten, die Straße bis hier hinten in die Ecke führen, das hier links alles wegknacken, Strom wegnehmen, um hier den perfekten Eckpunkt dann zu haben? Wisst ihr was, das mache ich in der anstehenden Pause. Ich nehme das hier raus. Ich würde das gerne akkurat bauen und ich hätte auch anständige Gradzeilen. Jo. Dann machen wir Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.